Im Jahr 1352 hatten erst Gundaker II. Von Losenstein und später sein Bruder Dietmar III. Von Losenstein, beide wuchsen noch hier auf der Burg auf und wohnten auch da, das Landgericht in Velden, heute Neufelden im Mühlkreis, inne. Aus dieser Zeit stammt eine Notiz aus der Sakristei der Pfarrkirche Schlägel, welche eine etwas unrühmliche Begebenheit zu jener Zeit schildert. Aus einem nicht mehr eruierbaren Grund gerieten die Herren von Losenstein in ihrer Eigenschaft als Landrichter mit den Herren von Rosenberg und den Herren von Tannenberg in einen erbitterten Streit, der in wüste kriegerische Auseinandersetzungen der drei Parteien mündete. Die Losensteiner waren damals ob ihrer Streitsucht sehr berüchtigt und somit wohl auch nicht ganz unschuldig. Die Leidtragenden waren aber wie so oft die Einwohner des kleinen Ortes Eigen am Wald, das heutige Eigenschlägel, welches von den drei Streithähnen mehrere Jahre abwechselnd geplündert und verwüstet wurde. Auch die benachbarte Kirche in Schlägel wurde dabei bis auf die Grundmauern zerstört und geplündert. Erst Herzog Albrecht von Böhmen und Kaiser Karl IV. Konnten den Streit zwischen den drei Geschlechtern schlichten, und die Herren von Rosenberg wurden verpflichtet, das Kloster wieder aufzubauen und diesem weitere Stiftungen zukommen zu lassen. Der damalige Propst des Klosters in Schlägel, Johannes, erwirkte danach als Entschädigung vom österreichischen Herzog Rudolf IV. Die Erhebung von Eigen zum Markt, 1362.